Es ist mal wieder soweit. Black Friday, Cyber Monday, jede Menge Schnäppchenangebote. Jedenfalls sehen sie aus wie Schnäppchenangebote. 40%, 50%, 60%, 80% angeblich günstiger. Das geht eigentlich gar nicht. Und damit ihr da nicht in irgendwelche Fallen tappt, habe ich mal eine neue Folge zusammengestellt mit wichtigen Tipps, die ihr unbedingt kennen solltet, damit ihr, wenn überhaupt, nur gute Schnäppchen nutzt und keine schlechten. Jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzscanner. Schön, dass ihr mal wieder da seid. Diesmal mit einer verbraucherorientierten Ausgabe, denn es geht um Schnäppchenangebote bei Black Friday, Cyber Monday und all die Tage davor und danach. Ihr wisst, da gibt es wirklich interessante, verlockende Angebote, die so gut klingen, dass man eigentlich gar nicht widerstehen kann oder soll. Das ist nämlich die Idee, die die Anbieter bei diesen Angeboten haben, aber ihr wisst, man muss genau hingucken, damit man da nicht in irgendeine Falle tappt. Und da gibt es eine ganze Menge. Gleich vorweg die Bitte, wenn euch diese Ausgabe gefällt, dann lasst mir natürlich gerne einen Like da und kommentiert auch gerne, dann weiß ich, was ihr denkt. Und die Algorithmen wissen, dass diese Videos, gut ankommen und dann bekommen sie mehr Leute zu sehen. Also kommentiert, lasst ein Like da und natürlich erst recht ein Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. So, das erstmal vorweg gegeben. Ihr habt sicher auch schon jede Menge Angebote bekommen, per E-Mail, per WhatsApp, im Web, überall kriegt man Angebote zu sehen mit dem Stichwort Black Friday. Ihr wisst, das ist traditionell der Startschuss der Black Friday, das ist der Tag nach dem Thanksgiving, nach dem Erntedankfest in den USA, einer der höchsten und größten und wichtigsten Familienfeiertage in den USA. Und das ist immer der letzte Donnerstag im November. Und danach geht es dann los am Black Friday, das ist der erste richtig große Verkaufstag für den Handel. Da geht das Weihnachtsgeschäft los und weil das schon immer so war und man im Handel in den USA immer kämpft, damit man den Kunden überzeugt zu kaufen, haben die Händler irgendwann mal diesen Black Friday erfunden, wo sie sich mit Rabatten quasi gegenseitig überbieten. Mittlerweile und schon seit einigen Jahren ist das auch zu uns nach Deutschland geschwappt. Auch hier gibt es den Black Friday schon längst, vor allem online, gar keine Frage, weil man da natürlich die Menschen ganz leicht erreichen kann mit Werbung und auch ganz gezielt, aber längst nicht nur online. Es gibt auch Black Friday und Cyber Monday Angebote im traditionellen Handel. Und worauf ihr da achten müsst, das erkläre ich euch jetzt. In E-Mails, auf Webseiten, auf YouTube und Social Media. Überall schreien uns aktuelle Sparangebote an. Der Black Friday ist der ultimative Kick für die Konsumgesellschaft. Denn Schnäppchen will doch irgendwie jeder machen. Der Handelsverband Deutschland rechnet dieses Jahr dann auch mit 5,7 Milliarden Euro Umsatz am Black Friday und Cyber Monday. Wow, 22% mehr, da reiben sich die Händler natürlich die Hände und Experten sagen auch, viele Verbraucher wollen in diesem Jahr ganz besonders auf Schnäppchenjagd gehen und das keineswegs nur in der Einkaufspassage, sondern auch und vor allem online, denn hier spielen Black Friday und Cyber Monday eine besonders große Rolle, denn online kann man die Menschen ja auch sehr gezielt mit Werbung traktieren. Die Frage ist natürlich jetzt, ist ein Sonderangebot wirklich auch ein Schnäppchen oder nur ein gutes Geschäft für den Händler? Der Preisvergleicher Idealo hat die Preise von 10.000 Produkten in 100 Kategorien beobachtet und analysiert. Ergebnis? Beim letzten Black Friday im vergangenen Jahr waren durchaus Schnäppchen möglich. Das Sparpotenzial lag im Schnitt aber gerade mal bei 5%. Immerhin aber nicht das, was die Händler versprechen. Idealo hat sich auch die Produkte dieses Jahr angeschaut. Während zum Beispiel Smartphones und Lautsprecher dieses Jahr deutlich teurer geworden sind, zahlen Verbraucher für Notebooks und Espressomaschinen sogar einige Prozent weniger als vor einem Jahr und das schon ohne Black Friday. Rund zwei Drittel der während Black Friday angebotenen Produkte sind tatsächlich günstiger als vorher, aber eben im Durchschnitt nur 5%. Echte Schnäppchen lassen sich nach meinen Beobachtungen vor allem bei Software- und Online-Diensten machen. Die werden zum Black Friday teilweise deutlich günstiger angeboten.
Das sind mitunter 20 bis 40% durchaus möglich. Und auch bei Hightech-Produkten kann man bis zu 20% sparen. Allerdings nur bei den älteren Modellen. Die aktuellen Modelle werden nicht zu solchen Konditionen verkauft. Bleibt die Frage, was tun, wenn ein wirklich attraktiv erscheinendes Sonderangebot winkt und reizt? Bitte nicht reflexartig zuschlagen, sondern erstmal in aller Ruhe die Preise miteinander vergleichen und prüfen. Und das geht ja mit Preissuchmaschinen im Internet wirklich ziemlich einfach. Merke also, Rabatte von 40 oder 50% gibt es eher selten, auch wenn sie versprochen werden. Jedenfalls nicht für aktuelle, begehrte Waren. Mein Tipp: Bei Preissuchmaschinen wie billiger.de findet man nicht nur die aktuellen Preise für viele Waren, sondern auch die Preisentwicklung der letzten Wochen und Monate. Da kann man also nochmal nachschauen, ob man wirklich ein Schnäppchen macht. Und falls ja, zuschlagen. Ganz wichtig finde ich aber auch noch, dass ihr aufpasst, dass ihr nicht auf irgendwelche Fake-Angebote reinfallt. Denn das muss man auch sagen, es gibt ja immer Fake-Shops, Angebote, also Shops, die besonders lukrative Angebote machen. Und wenn man dann da einkauft, dann zahlt man, kriegt aber niemals eine Ware oder irgendwelchen Schrott aus China, der nicht verzollt ist oder der sein Geld nicht wert ist. Da gibt es wirklich eine Menge Geschichten zu erzählen und das kann jedem passieren, aber ihr passt ja auf, oder? Ganz wichtig ist es natürlich besonders zu Cyber Monday und Black Friday da aufzupassen, weil diese Betrüger natürlich diese Sturmzeit auch nutzen, um noch absurdere Angebote in die Welt zu jagen und die Leute zu motivieren einzukaufen, weil sie wissen, dass an diesen Tagen die Menschen sowieso ihre Geldbörse ziemlich locker sitzen haben und überall draufklicken und bestellen. Und dann zahlt ihr und kriegt euer Geld nie wieder und Ware auch nicht. Das gibt es leider allzu häufig. Und da möchte ich euch eine Facebook-Gruppe ans Herz legen, nämlich diese hier. Die gibt es schon ziemlich lange. Die beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Phänomen und hat wertvolle Tipps auf Lager, worauf man achten kann schon vorher, um solche Fake-Shops zu erkennen. Natürlich werden auch Fake-Shops genannt. Ihr bekommt aber auch wirklich nützliche und hilfreiche Tipps und Hinweise, was man alles machen kann, falls man in eine Falle getappt ist. Also das ist eine sehr lukrative Quelle, eine Facebook-Gruppe. Ich habe sie euch unten verlinkt, damit ihr sie auch findet. Ich hoffe natürlich nicht, dass euch das passiert, weil ihr habt das Video geguckt und passt natürlich gut auf und vergleicht die Preise immer fleißig. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, denn das eine oder andere gute Angebot kann man durchaus machen oder Angebot kann man durchaus nutzen während der Black Friday und Cyber Monday Tage. Denn nicht alles, was günstig klingt und vielleicht sogar ist, ist auch Betrug oder irgendwas, wo man reinfällt. Es gibt durchaus attraktive Angebote, aber in den meisten Fällen nicht so attraktiv, wie immer behauptet wird. Was ist eure Erfahrung mit Cyber Monday und Black Friday? Habt ihr gute Schnäppchen gemacht oder seid ihr irgendwie auch auf die Nase gefallen? Kommentiert das gerne, da bin ich sehr interessiert. Und bis dahin, bleibt neugierig, liebe Netzneugierige, bis zum nächsten Mal. Tschüss.